Ist okay, wenn ich für dich das Öl benutze, ja? Okay. In diesem Video massiert mir meine Assistentin meine Hände. So. Okay, dann lassen wir mal deine Hand geben. Wir wollen das erstmal ein bisschen einölen. Na, dass das schön geschmeidig ist. Und die Unterarme auch. Sehr schön. Super, perfekt. Wenn du das so hältst, dann kann ich nämlich die Innenseite ein bisschen hier massieren. So. Ich werde immer mal so verschiedene Druckstärken ausprobieren. Wenn für dich irgendwas zu hart ist, dann musst du es einfach sagen. Oder wenn du sagst, du spürst gar nichts, das ist nur wie ein Streicheln, kannst du auch gerne sagen, dass du es härter magst. Es wird manche Punkte geben, die ein bisschen mehr wehtun. Ja, dann hast du manchmal so Trigger Points. Und manche Punkte, da spürst du ein bisschen weniger vielleicht. Na, wenn du mal eine Pause brauchst für deinen Arm zum Bewegen, kannst du auch jederzeit Bescheid sagen. Mhm. Ja. Na, mit den Händen machen wir sonst auch immer super viel im Alltag. Vor allem du. Das ist auch mal super wichtig, ist auch mal die ein bisschen durchzumassieren. In der asiatischen Medizin gibt es ja sehr viel Hand- und Fußmassage. Und es gibt auch oft, dass die Hand den ganzen Körper abgebildet hat. Also, dass jetzt bestimmte Stellen für die Lunge ist, bestimmte Stellen für den Bauch, für den Darmtrakt. Und ne, weil die ganzen Nerven von deinem Körper ja auch bis zu deinen Fingerspitzen durchgehen. Ja. Okay, sehr schön. Und hier mal den Sattel massieren, das Sattelgelenk. Das ist das einzigste Gelenk im Körper. Das hast du nur am Daumen. Das sieht aus wie ein Sattel. Deshalb kannst du nämlich den Daumen auch so Art rotieren und greifen und hast trotzdem sehr viel Kraft drin. Falls Sie mehr über meine Körperbehinderung erfahren möchten, dann sehen Sie sich doch auf meinem Kanal um. Da finden Sie viele Videos, die meinen Alltag mit der infantilen Zerebralparese zeigen. Das ist für dich jetzt arg anstrengend, die Hände ruhig zu halten. Das machst du gerade richtig gut, gell? Das machst du richtig gut gerade. So. Dass die Finger mal langziehen tut auch, finde ich immer ganz gut, ne? Vor allem bei dir, wenn du sie immer sehr stark zusammenkrampfst, ist auch mal gut, die Gelenke einfach mal ein bisschen zu entlasten. Okay, die Stelle ist jetzt ein Triggerpunkt, den ich mache. Das ist inzwischen den Daumen und Zeigefinger. Das tut vielen Leuten ein bisschen weh. Das tut dir nicht weh? Geht, ja? Sehr schön. Super, okay, ich mache jetzt mal das Handgelenk. Das Handgelenk hat auch sehr viele kleine Gelenkstücke da drin. Wie so Eisplatten, die übereinander sind, die sich immer bewegen. Manchmal ist es auch gut, die mal so auseinanderzuziehen. Okay, jetzt kommt der Unterarm dran. Ist zu intensiv? Nee, passt. Okay. Fühlt sich gut an?
Die Uhr. Ja, sehr schön. Tut dein blauer Fleck noch weh? Nee. Sehr gut. Noch mal bis zu den Fingerspitzen ziehen. Sehr schön. Super. So, und für dich ist jetzt der Arm schwieriger zu kontrollieren? Ja. So, okay, ich fange wieder oben an, bei der Handfläche. Meine linke Hand und meinen linken Arm kann ich wegen der Spastik nicht so entspannen wie rechts. Oh, das klappt aber auch ganz gut. Ne? Jetzt ziehen wir wieder die Finger lang. Kriegst du mal Schmerzen in die Hände von den ganzen Krampfen? Mach den so ein bisschen nach hinten fürs Handgelenk. Nach vorne. Sehr schön. Jetzt machen wir noch ein Schütteln. Es gibt auch eine coole Technik, kann man Ringfinger und Mittelfinger reintun, kleiner Finger. Dann ziehe ich jetzt, dann kriegst du hier eine Dehnung, spürst du es? Dann kann ich hier massieren, das fühlt sich auch immer ganz gut an. Ja. Gut, ich mach die Handgelenke. Schön, ich zieh wieder. Unterarme. Jetzt hier nochmal.
Und ist das Ziehen gut? Ja? Ja. Nur kurz Ellbogen. Alles einmal durchmassiert und wie fühlt sich's an? Gut. Gut? Sehr schön. Fühlen sich jetzt beide ein bisschen mehr durchblutet an? Auch? Ja. Ja? Ein bisschen durchgeknetet, gell? Ja. Die rechte? Ja. Die rechte ein bisschen mehr? Mhm. Ja, weil du dadurch wahrscheinlich ein bisschen mehr entspannen konntest, ne? Ja. Und ich dann damit ein bisschen tiefer in die Muskeln kommen konnte. Ja. Und da halt eben waren die Muskeln ein bisschen stärker und dann konnte ich nicht ganz so fest drücken.